Leuchtiger Gruppe ist in der Schweizer Bauindustrie als großer Player tätig, ist nach wie vor Inhaber geführt und das bereits seit 150 Jahren. Am Standort hier in Uetendorf befindet sich der Bauhof der Bruttiger Gruppe. Dies ist einer der größten Bauhöfe, welche es in der Schweiz gibt. Eine 150-jährige Geschichte bringt natürlich auch eine Vielzahl an interessanten Projekten mit sich. So dürfen wir aktuell auf dem Grimselpass eine neue Staumauer realisieren. Das Interessante daran ist der Grimselstausee. Diese Staumauer durfte die Fruttiger AG bereits vor 80 Jahren erstellen und aktuell wird ein neues Projekt mit einer neuen Staumauer gleich davor gestellt. Ganz interessant bei einem solchen Projekt ist, dass die Baudauer heute nicht kürzer ist wie vor 80 Jahren. Der große Unterschied liegt am Einsatz von Personal. Haben wir vor 80 Jahren noch mit rund 1700 Mitarbeitern die Baustelle realisiert, sind es heute noch gut über 150 Mitarbeiter. Mein Name ist Christian Squaratte, ich arbeite hier als leitender Geschäftsführer des Werkhofes. Im Baumagazin geht es eigentlich täglich drunter und drüber, aber im positiven Sinn. Wir haben täglich viele Anlieferungen, das wird alles hundertprozentig kontrolliert. Die Ware muss verräumt werden. Bei Metabo jetzt muss jedes Gerät einzeln erfasst werden und registriert. In einigen Fällen haben wir tatsächlich Einfluss auf die Produkte von Metabo. Wir haben mittlerweile zwei Bohrhämmer und eine Stichsäge, die speziell für Fruttiger optimiert wurden. Und da sind wir eigentlich schon stolz drauf. Es ist eigentlich mittlerweile schon fast eine familiäre Zusammenarbeit entstanden. Die Entscheidung für Metabo war wirklich die richtige Entscheidung. Mein Name ist Marte Widow, ich bin Leiter Materialwirtschaft bei der Fruttiger AG. Unsere Baustellen sind alle sehr verschieden. Darum brauchen wir Werkzeuge, die bei jedem Wetter funktionieren. Meine Aufgabe ist, zu schauen, dass sie draußen arbeiten können, speditiv, dass die Reparaturen, der Service, alles klappt. Und bin das Verbindungsglied eigentlich vom Werkhof zu der Baustelle. Mein Name ist Marco Trachtel, ich bin technischer Berater für Handmaschinen bei der Fruttiger AG. Wir befinden uns hier auf 3.500 Metern auf dem Jungfraujoch. Das ist eine Baustelle für die Jungfraubahnen AG. Das Projekt gliedert sich grundsätzlich in drei Kernstücke. Zum einen die neue Lagerkaverne für den Güterumschlag in Zukunft. Zum zweiten die Aufweitung der bestehenden Bahnhofhalle Gleis 3. Und zum dritten die Pistenmaschinengarage für das neue Pistenfahrzeug auf dem Aletschgletscher. Mein Name ist Cyril Schmidt. Ich bin der Baustellenchef auf dieser Untertagbaustelle der Firma Fruttiger. Beim Metabo ist sicher so die Bandbreite. Es wird eigentlich das ganze Sortiment abgedeckt. Das finde ich sehr gut und auch ich selber bin Fan von Metabo, weil wir so haben einen Akku und wir können jedes Gerät benutzen. Wir haben hier im Einsatz praktisch das ganze Sortiment. Alle Akkumaschinen wie Winkelschleifer, Bohrmaschine. Und da sind die Akkumaschinen für uns sehr wichtig. Ich bin Schober Dominik, bin seit 1,5 Jahren hier auf der Baustelle für Fruttiger. Wir haben hier besondere Voraussetzungen. Die Höhe, die Kälte, Staub und für das müssen die Maschinen, die wir hier einsetzen, geeignet sein. Ich habe extra für diese Baustelle hier hoch gewechselt. Hier zu arbeiten ist ein Privileg. Es ist sehr speziell, es kann auch sehr anstrengend sein. Aber so eine Aussicht, so ein Gletscher vor der Haustür hat fast niemand. Mein Name ist Hansel Puchli, ich arbeite als Polier bei Fruttiger Untertagebau.